wunderschön, wie hier zu sehen, traf Pavel Kuka im Erstrundenrückspiel gegen Akranes. Und weil die Ansage heute wieder UEFA Cup lautet, sind wir bester Hoffnung, ähnlich Wundervolles miterleben zu dürfen. Sat.1 überträgt ihn live. Erster FC Kaiserslautern gegen Odense BK. Guten Abend Ihnen allen und ganz herzlich willkommen auf Deutschlands schönstem Fußballhügel. Und Informationen haben wir auch von zwei anderen Spielen mit deutscher Beteiligung, die bereits stattgefunden haben. Honved Budapest unterliegt Bayer Leverkusen mit 0:2, Tore durch Münch in der ersten Halbzeit und den brasilianischen Weltmeister Paulo Sergio in der 80. Minute. Und Slovan Bratislava schlägt Borussia Dortmund mit 2:1. Jetzt aber Informationen zum heutigen Gegner, zu Odense BK. Odense liegt auf der Insel Fünen, 120 Kilometer nördlich von Flensburg. Und wenn es um dänischen Fußball geht, dann ist ein Mann für uns im Kopf nicht besonders weit. Er lebt in Odense. Meinungen hat er. Sepp Piontek. Noch immer nicht vergleichbar mit der Bundesliga, aber dicht im Nacken. Technisch könnte die Mannschaft noch dazu lernen. Sie sind eigentlich physisch sehr stark. Sie spielen eigentlich mehr so etwas Mischung englisch-deutschen Fußball. Alter Kollege, zusammen Lizenz gemacht in Köln und einen guten Erfolgsweg gegangen. Diese Intensität, diese Macht, die dahinter steht mit dem Publikum, das wird ihnen Schwierigkeiten machen. Dänischer Gegner, leichtes Spiel, denken viele. Aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Dänemark ist amtierender Fußball-Europameister und der FCK kann sich auf einiges gefasst machen. Markus Gierstedt hat dieser Tage eine märchenhafte Reise nach Dänemark unternommen. Mitten in der Stadt, hinter dem Dom, hat Dänemarks größter Literat seinen Ehrenplatz. Hans Christian Andersen hat nicht nur die Dänen mit all seinen Märchen verzaubert. Träume aus dem Leben gegriffen, hintersinnig verpackt. Michael Schönberg, Odenses Leitwolf, hätte eine der Figuren von Hans Christian Andersen sein können. Sein Märchen hieß DFB-Pokalsieg 1992. Damals gewann Zweitligist Hannover 96 gegen den hohen Favoriten Gladbach. Und Michael Schönberg besiegelte die Entscheidung im Elfmeterschießen. Seit Mai ist der 27-Jährige in die Heimat zurückgekehrt, auf der Suche nach neuen Erfolgsmärchen. Bei Andersen heißt dies das hässliche Entlein. Aber ihr andere Enten, ringsrum, betrachtet es und schnattert. Na, jetzt kommt die auch noch zu uns. Und pfui, wie die Entlein aussieht. Und zugleich fluch eine Ente hin und biss es im Nacken. Nackenschläge hat Michael Schönberg schon zu Genüge einstecken müssen. Doch langsam strafft er mit Odense BK die Schale des Außenseiters ab. Zum ersten Mal haben sich die Dänen für die zweite Runde im Europapokal qualifiziert. 5:0 gegen Belfast daheim, dank Schönberg, der 2 Treffer erzielte. Und dann lag das Entlein still, während das Schrot durch das Schilf sauste und Schuss auf Schuss knallte. Die Jäger lagen rings um das Moor. Piff, paff, knallt es wieder. Der Gejagte bei Odense ist Lars Höhe, der Vater der Mannschaft. 35 Jahre alt, zurzeit der beständigste Torhüter der dänischen Superliga. Im Training unermüdlich, im Spiel ohne Nerven. Lars Höhe hat seine Variante vom hässlichen Entlein schon erlebt. 86 bei der WM in Mexiko, als er im Tor der Dänen Deutschland schlug mit 2:0. Damals hieß sein Trainer Sepp Piontek. Zuverlässig, erfahren, enorme Reflexe. Ein Mann, der manchmal allein die Mannschaft retten kann oder eben an sich auch mit nach Hause bringen. So auch das hässliche Entlein. Doch was saß auf dem klaren Wasser? Er sah sein eigenes Bild unter sich. Das Entlein war selbst ein Schwan. Und alle riefen, der Neue ist der Schönste. Und das Entlein jubelte. So viel Glück habe ich mich nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche Entlein war. Der Schwan als Talisman. In Odense umschwört ihn ein Hauch Magie. Wer weiß, vielleicht reicht jene ja bis nach Lautern. Auf jeden Fall 2:0, hat Friedel Rausch gefordert. Aber natürlich muss besonders hier im Heimspiel auch vorne ein bisschen was bewegt werden. Womöglich durch Pavel Kuka und durch Olaf Marschall, der Europacup-mäßig, das wissen gar nicht viele, ein ganz erfahrener Mann ist und inzwischen unverzichtbar für den ersten FC Kaiserslautern. Der Fußballfeld Marschall. Ein Bericht von Klaus Feldmann. Was ist denn da los? Achtung, Tonprobe, Olaf. Oh, nee.
Ich weiß, worauf er hinaus will. Der Toni Marshall. Ich fang für euch den Sonnenschein. Mit 28 Jahren ist er endlich auf der Sonnenseite des Fußballerlebens. Erst Betzenberg, dann Berti. Marshall ist der Mann der Stunde. Die letzten Tage hatten was von einem Märchen für ihn. Einst ewiges Talent des DDR-Fußballs, jetzt im Expressverfahren in die Nationalmannschaft. Ja, sicherlich waren das außergewöhnliche Stunden und Wochen. Ich sag's mal so, ich habe hier als Angreifer 3-4 gute Spiele gemacht und der Berti Vogt hat mich eingeladen und da war es sicherlich etwas Besonderes für mich. Der Toni Marshall. Es gibt hierzulande kaum einen vielseitigeren Torjäger. Technik, Kopfballstärke, Spielwitz, alles kompakt. Spezialität, Abschirmen des Balles. Europapokalerfahrung hat Marshall wie kein anderer Lauter. Mit Lok Leipzig im Endspiel, mit Wien bis ins Viertelfinale. Der Toni Marshall. Rendezvous Betzenberg. Es liegt nicht zuletzt an Olaf Marshall, diesen Fußballtempel gleich wieder in Wallung zu bringen. Ein fußballerischer Stimmungsmacher. Eigentlich wie? Ich war den ersten Tag da und ich meine, den Spielern ist zu Marshall wahrscheinlich sofort Toni eingefallen. Und seitdem habe ich irgendwo den Namen Toni weg. Also haut Betze Toni heute auf die Pauke, heißt es für Odense. Knapp 5 Minuten noch bis zum Anpfiff hier auf dem Betzenberg und es wird langsam höchste Zeit, Ihnen eine Dosis Mannschaftsaufstellung zu verabreichen. Wir beginnen mit der numerischen des 1. FC Kaiserslautern und da gibt es 2 Namen, mit denen nicht jeder gerechnet hat. Andreas Reinke, der Ersatzkeeper, wird heute zum ersten Mal europäisch tätig, weil Gary Irrmann immer noch verletzt ist. Und Wolfgang Funkel spielt. Seine Sperre zählt nur in der Bundesliga. Dort, nach der roten Karte beim KSC, ist er noch für 2 weitere Spiele nicht einsatzfähig. Vorne dann Kuka und Marshall. Natürlich zeigen wir Ihnen auch die taktische Übersicht, zu der äußern sich 2 ausgewiesene Fachleute. Der Reporter, Schorsch Stahlmann und sein Pfälzer Co. Stefan Kunz. Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Willkommen hier am Betzenberg. Stefan Kunz war noch vorhin in der Kabine, hat die letzten Informationen noch von Friedel Rausch eingesammelt. Was hat er denn gesagt, den Buben? Ja, kurz vor dem Anpfiff macht er nochmal die Standardsituation durch. Die Dänen sind da sehr stark drin und hat auch noch die Leute zugeteilt, nachdem wir dann die endgültige Aufstellung hatten. Und hat nochmal daran erinnert, dass wir uns auch gegebenenfalls 70, 80 oder 90 Minuten Zeit lassen sollen, um ein Tor zu erzielen. Johannes Baptist Körner hat schon gerade angekündigt, wir werden uns mal um die taktische Aufstellung kümmern. Und da sehen wir Folgendes. Da fliegen sie hinein, die Buben. Was gibt's für eine große Überraschung? Ja, Überraschung nicht. Durch den Ausfall von Martin Wagner muss der Thomas Hengen rüberrücken zum Andreas Brehme. Und die rechte Seite ist gegenüber Dresden ganz neu mit dem Thomas Ritter und dem Michael Lusch. Und ansonsten ist halt der Wolfgang Funkel wieder reingekommen. Aber das passt auch, weil da ist auch ein sehr großer Angreifer bei den Dänen mit vorne drin. Dann wollen wir Ihnen ein bisschen was zu den dänischen Gästen sagen. Odense Bold Club, dafür steht dieses BK. Und auch da haben wir eine numerische Aufstellung. Und die sieht wie folgt aus. Im Tor Hö, das G wird nicht gesprochen, ist uns gesagt worden. Schönberg Christensen mit der 5. Chami, ein Kameruner, der einzige Ausländer im Team, ist gestern erst angereist, weil er Länderspiel hatte unter der Woche. Und auch zu diesem Team können Ihnen Jörg Dahlmann und Stefan Kunz eine ganze Menge mehr erzählen. Ja, im letzten Jahr, da haben die Dänen noch mit einer klassischen Viererkette gespielt. Aber das hat nicht so ganz geklappt und da hat man das wieder in die Schublade getan. Und man spielt jetzt heute mit einem normalen Libero und auch da schauen wir mal. Dieser Libero wird sein Hemmingsen, einer von 2 Brüdern. Der andere spielt im defensiven Mittelfeld. Sie sehen es. Ja, dann sind wir aufmerksam gemacht worden, vor allem auf Niedergaard, der viel über die Biskard, Entschuldigung, der viel über die rechte Seite auch kommt, so wie bei uns der Schiakus Forza. Und dann also generell wäre das Spiel ein bisschen rechtslastig. So, und dann geht's gleich los mit dem Spiel. Nach einer kurzen Unterbrechung melden sich Jörg Dahlmann und Stefan Kunz wieder. Die Bildregie hat Volker Weicker und ich wünsche Ihnen einfach viel Spaß. Europacup, 2. Runde Hinspiel. Kaiserslautern gegen Odense.
Kaiserslautern gegen Odense präsentiert von Krombacher. Die dritte Station beim Fußballmarathon nach dem Sieg von Bayer Leverkusen und der Niederlage von Borussia Dortmund. Schauen wir mal, was der 1. FC Kaiserslautern, angeführt von Andy Brehme, heute zustande bringen wird. Die Fans wieder in großartiger Stimmung, obwohl nicht so zahlreich vertreten, wie wir gedacht haben. Ich tippe mal, dass hier knapp 20.000 nur sein werden. Ungewöhnlich für den Betzenberg, aber vielleicht spielen auch die Temperaturen eine Rolle. Und da haben Sie ihn gerade noch im Bild gesehen, den Torwart des 1. FC Kaiserslautern, der heute ganz besonders beobachtet wird, der nämlich spielen wird, weil Gary Ehrmann sich verletzt hat. Da sehen Sie es, den Wimpeltausch zwischen Andy Brehme und dem Torhüter der Dänen, der kurz vor dem Spiel, Sie haben es vielleicht gerade noch gesehen, für sein 600. Pflichtspiel geehrt worden war. Eine Art Charlie Körbel des dänischen Fußballs. Und im Vordergrund der Mann mit dem Bubi-Kopf, das ist der Trainer von Odense, Kim Brink, 34 Jahre, der Jüngste in der dänischen Superliga, war mal früher Jugendtrainer. Und rechts der Mann, vielleicht kennen Sie ihn, der hat mal bei Bayern München gespielt, eine Saison, wurde deutscher Meister, 74 mit Beckenbauer und Co. beim FC Bayern, hat allerdings nur 5 Spiele bestritten, müssen wir zugeben, und hat noch 4 Jahre in Fürth gespielt. So, genug der Informationen zunächst, jetzt gucken wir mal, was das Spiel bringt. Andreas Reinke, ein letzter Durchatmer. Der Mann, der vom FC St. Pauli kam, und der erfahrene Hase auf der anderen Seite. Lars Hö. Es wäre natürlich zu wünschen, dass unsere Mannschaft heute noch einen Schmankerl oben drauf setzt. Nach den beiden sicherlich erfolgreichen Spielen der deutschen Mannschaft. Und wir versuchen auch, dass das noch ein Sahnehäubchen wird heute Abend. Für diejenigen Zuschauer, die sich später eingeschaltet haben, Stefan Kunz, der Mann, der zurzeit verletzt ist und wohl noch wie viel braucht, um wieder fit zu sein? Ja, vielleicht noch so 14 Tage. Er ist unser Co-Kommentator, wie schon in der ersten Runde beim Spiel gegen die Isländer von Akranes. Die Lauterer in roten Trikots. Wie gewohnt. Ja, die Zuordnung ist klar. Auch der Axel Roos wird gegen die Nummer 10, gegen Charmi spielen. Und Wolfgang Funkel gegen den Torup. Der Mann der weiten Einwürfe hat aber nicht viel Platz zum Anlaufen. Michael Schönberg. Immerhin der erste Schussversuch von Morten Bisgaard. Auf der anderen Seite die Zuordnungen. Da spielt Kuka gegen Detlefsen, einem Rasierer. Das werden wir sicherlich noch gleich feststellen. Und Marschall gegen Johnny Hansen. Kuka, da ist er. Immer noch gefährlich. Ritter war das. Herr Tommy Ritter hat eine Bänderverletzung ausgestanden, die jetzt schon 3-4 Wochen her ist und ist auf dem absolut aufsteigenden Ast im Training. Und deswegen hat er heute auch die Chance bekommen zu spielen. Ich glaube, da können wir heute mal mitzählen. Die Fouls an Kuka. Da
Das war eher der dunkelhäutige Mann, Carsten Detlefsen, sein Gegenspieler. Circa 24 Meter zum Tor. Andi Brehme steht bereit. Der Mann mit dem wuchtigen Schuss. Oh, ein toller Beginn. Das haben wir klatschen hören bis nach Dänemark. Andi Brehme, der diesen Freistoß aus weiter Ferne auswirkt. Normalerweise macht das ja Martin Wagner beim FCK aus der Entfernung. Aber der Andi Brehme hat gezeigt und bewiesen, dass er noch nichts von seinen alten Tugenden verlernt hat. Lusch und Ritter. Axel Roos schneller als sein Gegenspieler Charmi. Ja, das ist super. Marschall und da steht der Torwart. Ja, der Torwart. Lars Höhl, die Nummer 2 in Dänemark hinter Peter Schmeichel. Und da kommt wohl keiner vorbei. Und Schmeichel spielt allerdings in England, sodass also Höhl der beste Torwart in der dänischen Superliga ist. Wieder Roos vor Charmi am Ball. Andreas Brehme. Hängen und Sforza holt sich den Ball weit hinten. Links würde Brehme freistehen, aber der Ball geht nach rechts. Lusch. Schönes Zusammenspiel zwischen Lusch und Ritter. Gutes Rezept über die Flügel spielen in der Anfangsphase. Genau richtig so. Hier haben wir es nochmal. Den Knaller, den wir jetzt nur bildlich dargeboten bekommen. Wie ein Strich. Andi Brehme. Das war Ciriakos Sforza. Es ist wichtig für die Mannschaft, dass wir direkt am Anfang ein paar gute Szenen haben, so wie jetzt schon 3-4. Und die Initialzündung geht von allen Spielern aus. Jeder ist im Zweikampf sehr bissig und das brauchen wir hier auch, um die Leute direkt auf unsere Seite wieder zu kriegen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da ein gutes Spiel heute sehen. Von Miroslav Kadlec, gepfiffen vom Unparteiischen aus Ungarn, von Laszlo Wagner. Hier haben wir diesen kleinen Rempler schon korrekt. Und der Mann aus Kamerun, Alphonse Charmi. Odense zurzeit die Nummer 3. In der dänischen Superliga ist einer von 3 Clubs, die das Profitum eingeführt haben vor ein paar Jahren. Mehr Profimannschaften gibt es nicht in Dänemark. Da haben wir natürlich noch Brøndby und Kopenhagen 1913 und Spitzenreiter Aalborg, die zurzeit eben wie gesagt die Tabelle anführen, sind Halbprofis.
Groß. Cutlets neu ordnen. Links hat Brehme sehr viel Freiraum, aber wird nicht angespielt. Ja, man sieht es ganz gut, sie spielen zwar mit Libero, aber ziemlich auf einer Linie. Das können die Zuschauer jetzt leider nicht sehen mit dem Bildausschnitt. Und verschieben, spielen also eine sehr extreme ballorientierte Raumdeckung, sodass der Andreas oft frei ist, wenn der Ball hier auf der rechten Seite ist. Hängen hat aufgepasst. Abseits. Meint dieser Mann Ferenc Bede. Ja, scheint so nicht der Fall gewesen zu sein, wie wir hier sehen konnten. Aber was soll's. Friedel Rausch hat immer wieder in den letzten Tagen davor gewarnt, die Dänen zu unterschätzen, denn schließlich sind die Dänen wer, obwohl die Deutschen in Heimspielen, Sie sehen es, gegen Dänenclubs noch nie verloren haben daheim. Ja, die Anweisung war eben vom Trainer, dass der Wolfgang Funkel gegen die Elf spielen soll und dabei bleiben soll, weil das Laufduell war eben mit Thomas Hengen und er musste von seiner Seite ganz rüberlaufen. Also gemacht von Kuka. Gegen Schönberg. Ja, einen Foul von Kuka habe ich in dieser Szene nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Wenn, dann umgekehrt. Aber hätte man nicht unbedingt pfeifen müssen. Im Aus. Er ist erst gestern angereist, war mit Kamerun noch unterwegs, hatte ein Länderspiel bestritten. Er ist der gefährlichste Torjäger der Gäste. 7 Saisontore. Und ist Dritter der Torschützenliste, Chami. Lusch. Kuka. Dritter. Hängen. Schön gespielt zu Lusch. In der Mitte ist Kuka und ist auch Marschall. Aber was angenehm auffällt, dass die Dänen versuchen, hier mitzuspielen und sich nicht den Ball nur hin und her schieben und erstmal auf Abwarten spielen, sondern da geht der Ball auch flott nach vorne. Schönberg. Lauterer müssen ja nicht nur auf Stefan Kunz, auf Martin Wagner, sondern auch auf Gary Ehrmann und auf Dirk Anders heute verzichten, also ohne 4. Abseits. Ja, so war das Ergebnis der Spielbeobachtung, dass die Dänen also normalerweise so den langen Pass nach vorne bevorzugen als klein Mittelfeldspiel. Und da hat uns der Trainer halt auch gut eingestimmt drauf. Ritter,
Sforza und Kuka. Ja, die Lauterer versuchen es aus allen Lagen und sie sind ja auch berühmt, berüchtigt deswegen in der Fußball-Bundesliga. Denn keine andere Bundesligamannschaft schoss so oft aufs Tor wie der FCK. Biskard. Klasse gemacht von Biskard. Auch das Schönberg. Mann, oh Mann, eine knifflige Szene für Andreas Reinke. Und die erste gute Tat von ihm nach knapp 14 Spielminuten. Toll gespielt hier die Vorbereitung. Und das ist wichtig für Selbstvertrauen von Andreas Reinke, der Mann, der vom FC St. Pauli kam und zuletzt erstmals beim FCK im Tor stand in der Bundesliga letzten Samstag in Dresden. Hier haben wir die Reservebank, Haber im Vordergrund, Hamann, Lutz und verdeckt Gary Ehrmann. Lusch. Axel Roos. Und Detlefsen. Einer von drei Nationalspielern, aber nicht aktuell zurzeit, steht kein Spieler dieser Mannschaft in der Mannschaft von Trainer Möller-Nielsen. Kuka. Ja, da stehen noch acht Spieler getrennt hinten drin. Das ist so schwer. Mal gespannt, wie er, wie Andi Brehme seine Räume heute nutzen wird, denn auf der halblinken Seite hat er mit Hängen einen defensiven Mann, sodass eigentlich Platz wäre für Andreas Brehme. Ja, taktisch ist es so abgesprochen, dass vor allem in den Raum dann auch der Chiriakos Forza reinstoßen soll, weil die rechte Seite dann, sagen wir mal, von den Rechtsfüßern her besser besetzt ist mit dem Michael Lusch und mit dem Thomas Ritter. Nach 16 Minuten noch keine Tore zwischen Kaiserslautern und Odense. Bisher hat der FCK wesentlich mehr vom Spiel und hat auch schon zwei tolle Chancen gehabt. Auf der anderen Seite eine gute Möglichkeit für Schönberg. Andreas Reinke. Und Katletz. Wir sehen es immer wieder der Versuch, auf die Flügel auszuweichen. Wir sehen es ganz links, steht Andreas Brehme, provozierend frei. Roos gegen Chami. Dem Axel Roos macht so leicht keiner was vor. Über Axel Roos sagte Friedel Rausch, das ist meine Lebensversicherung da hinten. Und hier haben wir es gesehen, den Klammergriff von Chami. Axel Roos ist meine Lebensversicherung, der meine Zuverlässigkeit in der Abwehr und hält ganz große Stücke auf ihn. Und war ja mal schon unter Kalli Feldkamp fast weg vom Fenster beim FCK. Dann noch Verletzungsprobleme unter Rainer Zobel.
und hat sich richtig gemausert wieder unter Friedel Rausch. Marschall gegen Detlefsen. Spiel. Vielleicht haben Sie es gerade gehört. Spiel, sagte Stefan Kunz. So ein bisschen Trainer auch noch dabei. Nee, der Thomas Ritter hat nicht gemerkt, dass es Freistoß für uns war. Und er hätte schneller spielen können, aber das ist das Fieber, das einen packt. Wenn man hier so mit langen Unterhosen sitzen, da unten, die können rennen. Mit Kopfwellen wird es schwer gegen die langen Dänen. Lusch. Funkel geht mit nach vorne, Hängen sichert hinten mit Roos ab. Ja. Das ist beinahe Kuka gewesen. Schönberg war es. Der Mann, der von Hannover 96 kam, der rettete. Hier haben wir noch mal die Szene. Tschechisches Zusammenspiel. Ein Zusammenspiel der beiden Tschechen, Kuka und Katlec. Und da ist dann Schönberg gewesen. Hier ist der, der auch 4 Saisontore erzielt schon. Auf ihn muss man aufpassen. Minuten vorbei, 0:0. Michael Hemmingsen am Abstoß. Ritter. Sollten die Zuschauer nicht meckern, muss man mal versuchen. Der Mann, der 4 Minuten in der Fußballnationalmannschaft gespielt hat. Thomas Ritter im Länderspiel gegen Uruguay in Karlsruhe. Hier ist er eingesetzt worden von Bertie Vogts und danach nie wieder. Musste auch um seinen Stammplatz kämpfen. Ist allerdings auch immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Sforza. Viel versuchen sie es mit langen Bällen. Und da fällt mir auf, dass die langen Kerls sehr oft Kopfballsieger sind, die langen Kerls von Dänemark. Vielleicht nicht das richtige Rezept. Ritter. Lang auf Kuka. Den kriegt Brehme nicht mehr. Auch Andreas Brehme hat ja schon eine Menge Stationen mitgemacht. München, Mailand, Saragossa, Otterberg. Otterberg, ein 2000 Seelendorf, hier ganz in der Nähe. Sein neues Domizil. Und man munkelt der Höhepunkt. Höhepunkt der Pfalz, ja? Gemacht von Kuka. Er ist vorbei. Oh. Also getroffen hat er ihn schon. Man muss nicht unbedingt die Elfmeter geben, aber ganz astrein war das auch nicht. Fängt hier schon an. Da schubst er schon. Doch astrein. So,
So ist das schön, dass sich Co-Kommentator Stefan Kunz auch mal vertut, wie wir Fernsehreporter genauso und wie auch die Schiedsrichter. Ritter. Sehen es Kopfbälle ein ums andere Mal. Die Jungs von Odense. Siegreich. Die Taktik für unser Offensivspiel vom Trainer war auch so ausgegeben, dass wir uns auf keinen Fall an diesen langen Bällen beteiligen. Eben weil die Dänen sehr kopfballstark sind in der Hintermannschaft. Und teilweise setzt man das auch spielerisch gut um, vor allem über die rechte Seite, die bis jetzt praktisch in der Offensive der stärkste Part ist. Auch wenn ich Ihnen mal widersprechen darf, es sind sehr viele lange Bälle und dann wird ja doch das gemacht, was der Trainer gesagt hat, dass sie nicht machen sollen. Ja, stimmt. Das war auch ein Kritikpunkt. Ach so, ja. Jetzt wieder die rechte Seite frei. Der ein so starkes Spiel gegen die Isländer machte in der ersten Runde. Und Sforza. Jetzt ganz ruhig, ganz ruhig. Nein. Zu solchen Chancen sagt man möglicherweise hundertprozentige. Das Zusammenspiel war gut. Wir sehen es noch einmal. War, glaube ich, ein Fehler vorher, ne? Ja, da. Gut reagiert von Sforza. Und dann greift Kuka ein. Na, der Ball war noch frei. Freistoß gepfiffen für Lautern. Da hat der Michael, glaube ich, nicht mehr damit gerechnet, dass noch ein Gegenspieler kommt. Wir sehen wir die Szene und inzwischen, das können Sie nicht sehen, liegt Michael Lusch außerhalb der Seitenlinie, außerhalb des Spielfeldes. Da ist er. Und schon im Hintergrund sehen Sie den Bergdoktor, Dr. Franz. An dieser Stelle auch gesagt, dass der Bergdoktor natürlich heute ausfallen muss. Und Dr. Franz ist der Doktor des Betzenberges.
Schwarza bietet sich rechts an. Und auch hängen die Leute, die eigentlich links ein bisschen für Trouble sorgen sollten. Ja, ist schon ein bisschen rechtslastig unser Spiel bis jetzt. Dann die Breme mag sich vielleicht vorkommen wie bei der WM, als er auch immer beklagte, alleine zu sein auf der linken Seite. Da fehlt ein bisschen die Unterstützung. Kadletz. Hinten winkt Marschall. Das müsste Freistoß geben eigentlich, gestreckter Fuß. Ja, sowas muss auch der Linienrichter mal sehen. Der steht 5 Meter weg, da muss man halt auch mal winken. Nicht nur für einen Einwurf. Hier im Vordergrund sieht man, der Michael hält sich schon noch das Bein, also befürchte Schlimmes. Schon schlimmere Fouls gesehen. Ne? Michael Hemmingsen. Detlefsen. Sie sehen die Bilanz nach 30 Minuten. Sieht zwar etwas ernüchternd aus, weil man vom FCK immer volle Pulle gewohnt ist. Aber im Europapokal muss man erstmal aufpassen, hinten keinen reinzubekommen. Und deswegen muss der FCK hier auch etwas umdenken, international. Hängen. Das wird wohl die gelbe Karte geben und das ist richtig so. Auf den Fuß von Kadletz getreten von Carsten Hemmingsen. Wir sehen es nochmal. Kann man sich böse verletzen. Und noch liegt Miroslav Kadletz am Boden. Und für Hemmingsen hat das keine weitere große Bedeutung. Für ihn ist es die erste gelbe Karte im laufenden Wettbewerb. Die Dänen haben schon 4 Spiele hinter sich, mussten in der Qualifikation gegen Tallinn antreten und dann in der ersten Runde gegen FC Linfield. Beide sicher gepackt. Breme. Funkel. Michael Schönberg, der Mann, der mit Hannover 96 DFB-Pokalsieger wurde. Sogar den entscheidenden Elfmeter damals verwandelt. Vielleicht erinnern Sie sich, gegen Mönchengladbach.
Friedel Rausch, die Mundwinkel leicht nach unten gezogen, bedeutet nicht zufrieden. Niedergaard. Dänen beweisen, dass sie nicht aus Pappe sind. Schließlich hat man auf lauterer Seite so ein bisschen Brøndby noch im Hinterkopf. Die haben ja mal Frankfurt und Leverkusen ausgeschaltet. Jetzt passen wir mal auf. Gutes. Lusch, Ritter, Kadletz. Ja, es läuft noch nicht zurecht beim FCK. Ja, wir kontrollieren das Spiel. Operieren jetzt auch zusehends weniger mit den langen Bällen, spielen uns ab und zu mal durch, auf der rechten Seite vor allem, aber außer der einen ganz großen Torchance ist leider noch nicht so viel rausgekommen dabei. Miroslav Kadlec will einen Rempler seines Gegenspielers gesehen haben, beziehungsweise gespürt haben. Sehen es Kopfballsieger, meistens die Dänen. Hemmingsen. So, jetzt ist mal Platz. Marschall. Missverständnis zwischen Hengen und Ritter. Und Kompliment mal an die Dänen, die machen das prima mit der Abwehrarbeit. Und es scheint so, als würden sie auch die Lauterer so ein wenig auf die Flügel drängen und zu hohen Flanken zwingen, weil sie wissen, dass in der Luft nichts anbrennen wird. Kuka läuft Sforza in die Gasse. Sforza kommt nicht zum Zuge. Hat allerdings auch mit Carsten Hemmingsen einen Wachhund zur Seite, dessen Atem er permanent spürt. Erste Pfiffe hier im Stadion, ist man nicht gewohnt zu einem solchen Zeitpunkt.
Aber schon zuletzt in Dresden beim 0:1 waren die Zuschauer aus Lautern sehr unzufrieden. Dänen rücken nach. Und schon bekommen sie Probleme, die Lauterer. Jetzt ist es Cutlets gewesen. Dem passiert sowas auch nicht alle Tage. Torup. Und auf der Anzeigetafel, das können Sie nicht sehen, in ganz dicken Lettern kämpfen Lautern. In der Fußballersprache sagt man ja sehr oft über den Kampf zum Spiel finden. Torup. Gut von Marschall. Zwotzer. Wenig Lauterer, viele Dänen. Und eine schlechte Flanke von Lusch. Die zündenden Ideen fehlen bislang. Andi Brehme. Jetzt hilft ihm Sforza. Kuka, gut gemacht! Jetzt noch ein Nein. Der schien schon vorbei zu sein, der Ball am Torwart. Und plötzlich grapschte er doch noch nach dem Ball. Wir sehen es. Ganz toll gemacht von Kuka. Gegen Michael Hemmingsen gelöst. Das war einsame Klasse. Schauen Sie mal, eine tolle Parade vom Torhüter der dänischen Mannschaft. Letztem Einsatz. Klasse gemacht. Kompliment an Lars Hö. Fünf dicke Chancen haben wir jetzt auf Lauterer Seite, oder fünf Chancen, sagen wir mal. Viermal durch Kuka. Und dann noch der Freistoß gegen die Latte von Bremen. Dennoch keine Tore. Sforza, wenig Bewegung jetzt, Bremen. Zu statisch im Augenblick das Spiel der Lauterer, zu unbeweglich, aber leicht gesagt mit langen Unterhosen. Da muss man auch so sehen, wenn wir die zwei großen Chancen reinmachen, steht es 2-0, das ist natürlich jeder zur Halbzeit absolut zufrieden. Ne? Also der Michael Lusch ist angeschlagen, das sieht man ganz deutlich. Alternative wäre Marco Haber auf rechts, der vielleicht auch noch offensiver etwas bewegen kann. Der, ich erinnere, im Spiel gegen Akranes im Heimspiel auch für sehr viel Druck sorgt in der zweiten Halbzeit. Wurde er auch eingewechselt, er und Hamann. Blicken wir hinein ins Betzenberg-Stadion, ins Fritz-Walter-Stadion, und dort sehen wir, dass ein neuer Spieler den ersten FC Kaiserslautern bereichern wird, nämlich Marco Haber. Wir hatten es schon angekündigt, er wird den verletzten Michael Lusch ersetzen, der sich doch schlimmer verletzt hat, kurz vor der Pause bei dem Zweikampf am Knöchel verletzt, und hier ist der neue Mann
der auch zuletzt gegen die Isländer für so viel frischen Wind gesorgt hatte und auch getroffen hatte, Marco Haber. Null zu null geht's in die zweite Spielhälfte. Und schauen wir mal, ob Andi Brehme auf links mehr Unterstützung erfahren wird als in der ersten Halbzeit. So, und inzwischen dürfen wir auch mit einer klassischen Bratwurst bewaffnet Stefan Kunz wieder begrüßen, der in der Halbzeitpause in der Kabine war. Stefan, was hat denn Friedel Rausch gesagt? Ja, das, was eigentlich jeder zu Hause auch gesehen hat, dass wir mehr über links auch angreifen sollen, den Andreas mit ins Spiel bringen sollen. So einzeltaktisch hat er gesagt, dass der Olaf Marschall zu oft hoch angespielt wird, dass also genau wie der Pavel flach angespielt werden soll. Und dass wir weiter Ruhe behalten sollen. Wir haben schließlich, egal wie man das Spiel sieht, genau wie jetzt wieder eine Riesenchance. Marschall. Ja, dass wir ruhig bleiben sollen, weil die Chancen alle kommen. Und wenn wir dann von den Chancen noch ein oder zwei reinmachen, dann kann keiner was sagen. Also es bleibt oberstes Gebot, auch zu Null zu spielen. Auswechslung war klar, verletzungsbedingt. Michael Lusch umgeknickt. Hat er denn zu den Mittelfeldspielern auch gesagt, dass sie zu sehr nach rechts abweichen? Ja, ja. Wird man jetzt dann wahrscheinlich auch sehen, dass wenn die rechten Mittelfeldspieler den Ball haben, werden sie vermehrt den Andreas mit dem Querpass oder mit dem langen Ball rüber suchen, um dann das Spiel zu verlagern. Aber man darf nicht vergessen, wir haben keinen richtigen Linksfüßer dabei, gar keinen. Der Andreas Brehme ist beidseitig und sonst haben wir gar keinen Linksfüßer dabei. Dann ist es also auch im Unterbewusstsein ein bisschen. Reingeschlagen. Kann er ruhig noch mal machen. Und Lars Hö, dessen Name mich ein bisschen an Loriot erinnert, an den Sketch, ihr Hund kann ja gar nicht sprechen. Lars Hö. Noch einmal Eckball. Versuch Nummer 3. Und jetzt rüber. Fehlpass von Michael Schönberg. Ich sagte schon in der ersten Halbzeit, 4 Jahre lang in Hannover. Übrigens, wegen ihm sind auch 50 Anhänger mit nach Kaiserslautern gereist, aus Hannover. Hat dort immer noch viele Freunde. Ist so das Laufwunder. Axel Roos liegt am Boden.
Das ist ihm schön in den Ellbogen reingerannt. Ja, sieht offensichtlich nicht gut aus. Um Max Roos. Liegt immer noch benommen dort. Da haben wir die Szene. Der Zweikampf mit Chami. Hat den Ellbogen ins Gesicht bekommen. Drücken wir die Daumen, dass er weitermachen kann. Roger Lutz wärmt sich schon auf an der Seitenlinie. Und es sieht auch so aus, als müsse er eingewechselt werden. Andi Brehme winkt jetzt. Nein, ist nicht notwendig. Das können Sie im Augenblick nicht sehen. Obwohl, wenn man den Axel Rosso sieht. Naja, wir werden mal abwarten. Noch werden die Lauterer versuchen, so weiterzuspielen, dass Axel Roos wieder fit wird. Schließlich, wenn der Kapitän ein Machtwort spricht, wird auch dementsprechend gehandelt. Faire Geste. Liebe Zuschauer, wenn Sie es ein bisschen knacken hören, Stefan Kunz isst seine Bratwurst gerade neben mir. Also bitte nichts am Fernseher verstellen, liebe Zuschauer. Das ist Stefan Kunz. Ja, gelb für Haber. Die zweite für einen Lauterer im laufenden Wettbewerb. Thomas Ritter war der andere, der gegen die Isländer verwarnt wurde. Und da gibt es Applaus im Hintergrund für diesen Mann. Den haut so lang, so schnell nichts um. Axel Roos ist auch schon mal im Training, schon jahrelang her, von Gary Ehrmann mal böse angegriffen worden. Waren Sie dabei? Nein, da war ich noch nicht in Kaiserslautern. Aber über Gary Ehrmann sagte Axel Roos mal, bei dem muss man noch hinten Augen haben. Insofern wird er heute froh sein, dass Reinke hinter ihm steht. So, schauen wir mal. Die Dänen. Chami. Und da wälzen sie sich am Boden, ist getroffen worden. Ich glaube, dass beide mit den Schienbeinen gegeneinander knallen. Oder der Wolfgang auf jeden Fall mit der Wade. Und der Däne mit dem Schienbein. Hier sehen wir nochmal die Szene. Jo. Ah. Na, da muss man schon kräftig durchatmen. Auf der anderen Seite Wolfgang Funkel. Hält sich auch die Hände vors Gesicht vor Schmerz. Ist ja in der Bundesliga zurzeit noch gesperrt wegen seiner roten Karte, die er gegen Karlsruhe sah. Und da macht sich schon Hamann bereit. Und auch er hat noch Probleme, wie man deutlich sieht. Axel Roos. Auf die Zähne beißen, Jungs. Das war schon immer die Stärke der Lauterer. Sieht so ein bisschen aus wie Henry Maske nach dem Kampf. Ja, sollte man natürlich keine Scherzchen machen, aber der Axel Roos ist selbst für solche Scherze immer zu haben.
quasi hat es jetzt beide Manndecker. Normalerweise sind das Jungs, die austeilen. Heute mussten sie einstecken, Axel Roos und Wolfgang Funkel. Burger Lutz läuft sich auch noch warm. Großes Rätselraten. Aber es sieht schlecht aus für den Langen, für den Turm, für Wolfgang Funkel. Der Mann, der als einziger von den Lauterer Spielern das legendäre 5:0 gegen Real Madrid live erlebte, weil sein Bruder Friedhelm hier mitspielte und auch zwei Tore erzielte. Jetzt gibt es Schiedsrichterball. Chami inzwischen wieder auf den Beinen, also ein Mann mehr bei den Dänen im Spiel. Abseits. Wieder zweifelhaft, schon in der ersten Halbzeit gab es eine zweifelhafte Entscheidung, beziehungsweise eine unkorrekte Entscheidung, können wir ruhig sagen. Am Bildrand kann man es sehen, der Däne war wohl hinter Marschall. Schönberg. Chami, ja, was war denn los, sagt er. Spricht ein paar Brocken Dänisch und Broken English. Kommt man aus Kamerun. Kuka. Alleine auf weiter Flur. Und immer noch im Pulk wird behandelt ein Verband für Funkel. Muss ja in der Bundesliga noch zwei Spiele aussetzen. Marschall. Ja, durchgesetzt. Breme. Handspiel. Gelbe Karte für den Kameruner. Hier sehen wir die Szene gegen Roos. Das Handspiel. Und dann wohl, weil er vielleicht versuchte weiter zu spielen, ich weiß nicht. Jedenfalls, ich glaube, unbedingt notwendig war die gelbe Karte nicht, es sei denn, er hat gemeckert. Funkel, das können Sie im Augenblick nicht sehen. Da ist er. Leider wird er nicht mehr mitspielen können. Gute Besserung an den Langen. Ich nehme an, dass der Matthias Hamann ins Spiel kommt. Normalerweise stellt der Trainer dann um, dass der Thomas Ritter Manndecker spielt und dann der Matthias Hamann für ihn dort im rechten Mittelfeld. Ritter hat sich schon nach hinten bewegt, hat schon die Bewachung von Torup übernommen. Nein, 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 sagt er. Detlefsen. Vielleicht wollte er auch nicht die gelbe Karte sehen, denn er wäre im Rückspiel gesperrt gewesen. Zuschauer pfeifen und schön in die Beine getreten, Detlefsen. Hat drei rote Karten in diesem Jahr gesehen, das Raubein der Liga. Aber manchmal hilft es doch etwas, dies gegenüber den Schiedsrichtern. Denn das war eine gelbe Karte wert, von hinten in die Beine. Schönberg. Carsten Hemmingsen hat viel Platz jetzt.
Steen Nedergaard. Na, an Bremen kommt man sonst nicht so leicht vorbei. Und er korrigiert. Jetzt kommt der Wechsel. Und da ist der von Stefan Kunz angekündigte Wechsel. Hamann kommt ins Spiel. Funkel ist schon draußen. Und oben die Spielzeit. Eine Stunde vorbei und die klare Linie vermissen wir auch noch in der zweiten Halbzeit. Vielleicht ändert sich das jetzt. Gefährlich. Gepfiffen. Noch bleibt die Hoffnung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, während wir hier die Szene noch mal sehen. Die brenzliche Szene für den 1. FC Kaiserslautern. Erklärte Ritter. Und noch bleibt die Hoffnung auf eine zweite Halbzeit. In der FCK hat auch in der ersten Runde 6 der 8 Tore gegen die Isländer in der zweiten Halbzeit erzielt. Also hoffen wir. Kratlitz. Hamann. Na, das wird auch gut gewesen. Schön aufgelegt von Kuka. Matthias Hamann. Ja, und eine Hiobsbotschaft von meinen Kollegen vom Spielfeldrand. Funke muss ins Krankenhaus gebracht werden. Sogar ein Verdacht auf Schienbeinbruch. Das wäre bitter, denn Wolfgang Funkel hat eine tolle Saison bislang gezeigt und spielt auch trotz seiner 36 Jahre mit dem Gedanken, wenn es nach ihm ginge, noch ein Jahr dran zu hängen, solange die Füße tragen. Hoffen wir, dass es sich nur um eine Prellung handelt. Damen, die im VIP-Raum den Kaffee servieren. Insider-Informationen also. Eckball. Tja, da fehlt natürlich auch bei diesen Standardsituationen der lange Funkel. Dass sich diese Statistik, die wir gerade eingeblendet sahen, sich nicht ausgerechnet heute ändern wird. Denn, das müssen wir noch mal wiederholen, es läuft nicht rund beim FCK. Kratlitz. Groß. Ja, das ist mein zuverlässiger Mann, hat er ja gesagt. Ja, und wieder immer wieder über die rechte Seite. Das ist
Wirklich schlecht. Und das ist der Sohn von Friedel Rausch, Mark Rausch, extra aus Luzern angereist. Ähnlichkeit unverkennbar. Ebenfalls Torwart, gelernter Torwart wie sein Vater. Und Friedel Rausch möchte auch nach Luzern anschließend wieder zurückkehren, aber passen wir auf. Aber kein Durchkommen. Oh. Ja, das gibt das gelbe Papier für Jens Mellwang. Dahinter haben wir gesehen die Reaktion der Reservespieler vom FCK aufgebracht. Jetzt spielt die Mannschaft der Dänen Englisch, so wie es Sepp Piontek in unserem Vorfilm schon gesagt hat, angekündigt hat. Schade, da hatte Hammer nicht aufgepasst. Pavel Kuka, der Mann der vielen Torchancen heute. Aber er arbeitet viel, da ist er wieder, Kuka. Weicht oft aus, bietet sich sehr viel an, immer anspielbereit, sehr viel Bewegung. Und er arbeitet sich auch die Torchancen, muss man ja auch können, nur beim Abschluss. Mellwang. Aber jetzt muss er drauf ziehen. Aber da kommen schon zwei, drei Dänen wieder angeschwirrt. Seite war zu. Dänen sind immer in Überzahl da, wo der Ball ist. Nach wie vor verweist auch der Andreas Brehm hier auf der linken Seite. Was nutzen all die guten Vorsätze? Aber die hatte die deutsche Nationalmannschaft ja auch in den USA gehabt und dennoch lief es kaum über die linke Seite. Das Problem war bekannt und man konnte es ja während der gesamten WM nie lösen. Tor. Schön! Nein. Olaf Marschall, da kratzt er sich an den Haaren und auch Friedel Rausch. Die typische Bewegung, wenn man verblüfft und enttäuscht ist, gleichermaßen. Sforza, klasse gemacht, die Vorbereitung. Und wieder dieser Teufelskerl Hö. Das ist er, Lars Höh, der Mann, der bisher seine Kiste
seinen Kasten sauber hielt. Wie lange noch? Vielleicht jetzt das Tor. Der Druck der Lauterer scheint zuzunehmen. Oh. Na, das war halb so wild, das musste ja nicht pfeifen, der Schiedsrichter. Sforza, hier sehen wir nochmal die Szene. Ein bisschen gehakelt. Sforza, der übrigens nächste Woche wieder vor Gericht erscheinen muss. Heute in einer Woche die Berufungsverhandlung in Sachen Handspiel gegen VfB Stuttgart. DFB-Chefankläger Hilpert ging ja in die Berufung, wie Sie wissen. Melvang. Melvang gegen Kadletz. Oh, leck mich am Ende. Carsten Hemmingsen. Ein toller Schuss von Carsten Hemmingsen. Und der ist berühmt wegen seines Schusses aus der zweiten Reihe. Und da stehen sie nun. Das Trainerpärchen Rausch und Gurz. Und das ist ein dickes Ding. Da kam Hamann nur sehr halbherzig hin und vor allem zu spät. Freie Schussbahn fast für den Mann, der bekannt ist, berüchtigt ist wegen seines strammen Schusses. Und da sehen wir es, wie schwer der für Reinke war. Der drehte sich nämlich noch weg vom Torwart. Also kein Vorwurf an den Keeper. Der Torschütze, Carsten Hemmingsen. Der erst seit einem Jahr Profi ist. Und der Jubel der dänischen Trainer. Die Frage war auch, wo war Gegenspieler Sforza, von der Gegenspieler von Hemmingsen, denn er sollte immer mit zurückkommen, wenn der schussgewaltige Mann nach vorne kommt. Und jetzt weiter hängen, nicht aufregen, weiter versuchen. Jetzt muss man geduldig sein. Eine bittere Pille wäre das, ein Ausscheiden, ein frühzeitiges Ausscheiden im Europapokal. Auch wenn noch ein Rückspiel stattfinden wird, ist klar. Breme. Müssen sie erstmal entwickeln. Michael Hemmingsen und Pavel Kuka. Kuka! Kuka! Da hatte er einen Pass zu Sforza angetäuscht und machte es doch noch selbst. Aber dieser Höh ist nicht zu bezwingen. Obwohl er schon früh am Boden lag. Ein Heber über ihn hinweg, aber leicht gesagt. Tor! Jawohl! Der Ausgleich. Der Schiedsrichter deutet zur Mittellinie. Und wie mir schien, war dieser Ball direkt verwandelt. Da schauen wir noch mal in der Zeitlupe. Da, Sforza. Bislang noch keiner dran.
Keiner leicht noch mit dem Fuß erwischt, die Maschine. Hier sehen wir es. Nein. Direkt verwandelt. Also Torschütze Ciriaco Sforza. Nicht er der Torschütze, Kuka, aber er hat entscheidenden Anteil dran, weil er nämlich den Torhüter verwirrte und störte. Aber als Torschütze feiern wir Ciriaco Sforza. Und jetzt? Handspiel, absichtliches Handspiel, muss normal jetzt gelb-rot geben. Muss normal und gelb-rot der Schiedsrichter geben. Winkt auch schon ihn zu sich. Und es ist so. Stefan Kunz, der Wahrsager und ja, Referee an unserem Mikrofon. Hier sehen wir es. Mit dem Oberarm vorgelegt und nochmal mit dem Unterarm. Gleich doppeltes Handspiel. Sieht man auch nicht alle Tage. So ähnlich wie es damals Sforza gemacht hat. Vielleicht erinnern Sie sich. Kann er am Montag mit ihm hingehen zur Verhandlung. Ja. Also. Aber der Schiedsrichter hat es ja gesehen. Ansonsten hätte er zum Schiedsrichter hinlaufen müssen und ihm sagen müssen, ich habe ihn mit der Hand gespielt. Da wäre ich ja mal gespannt gewesen, ob er es gemacht hätte. Also, jetzt gibt es Pfiffe für den Mann aus Kamerun, weil er sich so viel Zeit lässt, provozierend viel Zeit lässt, um vom Feld zu gehen. Mal wieder Platzverweis in Kaiserslautern. Da können wir aber diesmal nichts dafür. Das ist korrekt und da legen ja auch die Lauterer Wert drauf, dass es hier nicht anders zugeht als in anderen Stadien. Jetzt kommt noch mal Pep in die Partie. Und jetzt muss auch der FCK auf Teufel komm raus noch ein Tor erzielen. Denn das zu Null ist ja hinfällig. Jetzt muss noch ein Sieg her. Hamann, Sforza. Nicht gut gepasst, nicht in den Lauf hinein. Biskard. Zum ersten Mal darf sich ein Spieler von Odense den Ball zum Eckball legen. Und hier schauen wir nochmal die Variante des FCK. Der kurze Eckball. Und dann direkt ins Tor von ihm, von Ciriaco Sforza. Sein erstes Europapokaltor für den FCK. Vielleicht mag man sich streiten, das werden wir vielleicht mal später noch diskutieren, ob nicht vielleicht der Torwart behindert wurde durch Pavel Kuka. Vielleicht können wir noch mal eine Zeitlupe später nachreichen, um uns das noch mal anzusehen. Aber schauen wir noch mal hier die Szene. Jetzt geht's ab hier. Schieß. Jetzt auch Unsicherheiten in der Abwehr. Nicht hochspielen. Hängen. Gar nicht so schlecht von Thomas Hängen. Und Friedel Rausch hat jetzt eine Verletzung vergessen. Eine Meniskusverletzung, die er sich zuzog beim Tennis, als er übers Netz sprang nach einem Match, um dem Gegner zu gratulieren. Und seine Frau ebenfalls verletzt, zu Hause ein Lazarett quasi. Die hat sich beim Shopping verletzt in Kaiserslautern. Hat eine Treppe übersehen. Marschall. Kuka. Haber. Ja, die zweite Reihe wird jetzt kaum noch abgedeckt von den Dänen.
wieder hoch hineingespielt. Lasst den Ball flach. Sforza. Breme. Noch knappe 10 Minuten. Der FCK macht mächtig Druck. Spielt auch jetzt nicht schlecht über die Außen. Lars Höhl. Und ein Doppelwechsel scheint sich anzubahnen bei den Gästen. Die sicherlich ihre Defensive verstärken werden in den Schlussminuten. Denn sie sind mit ihrem Treffer hier zufrieden. Abseits. Der ungarische Schiedsrichter Wagner, keine Probleme mit diesem Spiel. Und jetzt kommt der Doppelwechsel. Und zwar mit der Nummer 13 kommt hinein Jesper Hjorth und mit der Nummer 12 Torben Sangild. Also Jungs, die in erster Linie wohl den Auftrag erhalten, hinten ein wenig aufzupassen. Obwohl er, der blonde Mann, für Torup gekommen, Jesper Hjorth, in die Spitze geht. Und er, das sehen Sie, geht nach hinten. Kadletz. Hamann. In der Mitte lauern sie jetzt alle. Ah ja, den Ball hat er in Tres Bremen aber nicht berührt, das muss man mal sagen. Aber ist auch eine Kleinigkeit, wo er sich drüber aufregt. Seine Gestik macht sie auch deutlich und seine Mimik. Sein erster Fehler in diesem Spiel. In Erwartung des Freistoßes. Pavel Kuka, der Mann, der erst im letzten Winter zum FCK kam, sofort einschlug. Hatte mal beim MSV Duisburg gute Karten, aber die nahmen dann Abstand von einem Kauf Kukas. Kadletz. Ja, der Torwart. Noch 6 Minuten. Das 1:1. Könnte im Rückspiel zu wenig sein. Da sind wir erst in 14 Tagen schlauer. Denn die Dänen haben bewiesen, wie heimstark sie sind in der Vergangenheit. Denken wir an Brøndby, die haben 5:0 gegen Frankfurt gewonnen, 3:0 gegen Leverkusen zu Hause und an B 1903 Kopenhagen, die haben 6:2 Bayern München abgebügelt. Ja, da gibt es ja was gut zu machen dann.
über außen. Ja, da ist keine große Gefahr. Nur Jesper Hjorth vorne. 19 Jahre, einer der Nachwuchsleute überhaupt. Geringes Durchschnittsalter bei den Gästen. 25 Jahre. FCK, da sieht es schon ein bisschen anders aus, rund 4 Jahre älter im Durchschnitt. Dazu muss man auch sagen, Stefan Kunz und Gary Ehrmann fehlen. Man muss manche Bemerkungen einfach überhören. So, noch etwas über 4 Minuten und der FCK war in der Vergangenheit bekannt dafür, gerade in den Schlussminuten noch mal zuschlagen zu können. Wir ziehen Spiel nicht auseinander genug. Jetzt haben wir da ein bisschen mehr Platz. Das Schlimme ist beim 1-1 als Ausgangsposition, aber schauen wir mal. Rehme. Den bekommen den Ball nicht weg. Verschieben und schön die Abwehr. Marschall. Ja, ein 1-1 birgt die Gefahr, dass die Dänen sich sagen, uns reicht 0-0 im Rückspiel. Und lassen wir mal die Lauterer kommen. Ein ganz gefährliches Ergebnis fürs Rückspiel. Deswegen, Jungs, macht noch ein Tor. Und in der letzten Runde haben sie gegen Belfast, die Jungs von Odense, auch 1-1 gespielt. Und im Rückspiel gab es ein 5-0. Also warm anziehen heißt es für den FCK. Wir ziehen sich sehr weit zurück jetzt die Dänen. Aber das ist kein Mittel. Die hohen, weiten Bälle. Hamann. Kuka sucht seinen Landsmann. Kadletz. Nicht gepfiffen. Ja, immer wieder, hoch hinein, noch 2 Minuten. Riedel Rausch, das können Sie nicht sehen, am Spielfeldrand. Läuft er umher. Oh, Vorteil. Hätte eigentlich pfeifen müssen, der Schiedsrichter, gegen den Lauterer. So, Eckball von der linken Seite und jetzt macht's ruhig noch einmal an die Breme und Chiri Sforza. Wie beim 1-1. Wieder kurz und wieder steht Breme da. Das wäre ein Ding, wenn das nochmal schaffen würde. Wieder kurz. Carsten Hemmingsen, der Torschütze. Die letzten Sekunden des Spiels. Grund, lange nachzuspielen, gibt es nicht, wenn man mal absieht von der Verletzung von Wolfgang Funkel. Haber, das wäre jetzt die Chance. Hinten standen Sforza und Breme beide frei. Wäre er lang gekommen.
glaube, wieder hat er Mann für sich gesagt. Und führt Selbstgespräche, Zeichen von Unzufriedenheit. Wieder kurz, wieder Breme, Sforza. Dem Unterschied, dass Breme den Ball hineingibt. Ja, liebe Zuschauer, der 1. FC Kaiserslautern hat zwar das meiste vom Spiel bestimmt. Die Gäste aus Odense hatten einen Torschuss in der zweiten Halbzeit und der saß. Aber dennoch muss man sagen, spielerisch ließ der FCK einiges zu wünschen übrig heute. Hatte allerdings auch bei einigen Szenen Pech. Und die Dänen dürfen sich bedanken bei ihrem guten Torhüter Hö. Da ist er wieder. Der ein sicherer Rückhalt seiner Mannschaft war. Das Problem des FCK haben wir angesprochen. Zu viel über rechts, vor allem in der ersten Halbzeit. Und zu viel hochgespielt. Das muss sich dann im Rückspiel ändern. Komm, die letzte Aktion. Ecke. Nochmal Eckball und nochmal das Duo Sforza. Nein, der macht es diesmal alleine. Breme geht das gar nicht hin. Sforza sagt rein, Jungs. Und da war wieder der kopfballstarke Marschall. Es gibt nochmal Eckball. ...14 Ecken, wenn ich richtig mitgezählt habe. Eine auf der anderen Seite. Das zeigt schon die Überlegenheit. Das war das Ende. Leider aus Sicht des 1. FC Kaiserslautern nur ein 1:1. Dankeschön an Stefan Kunz. Bitte. Und gleich geht's weiter.